Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, die Weihnachtszeit, die kommt wie jedes Jahr immer sehr überraschend. Insofern stresst es einen irgendwann immer, wenn man dann doch liebevoll die Adventstürchen, die Adventsschachteln, die Adventssöckchen füllen möchte. Mich erhascht es dieses Jahr nicht, ich hoffe euch auch nicht. Insofern lasse ich euch dieses Video so richtig schön rechtzeitig zukommen. Wir starten heute. Ich habe Urlaub, insofern passt es. Diese kleine Schachtel ist aus einem Blatt DIN A4 hergestellt worden. Und zwar ist das eine ganz einfache Falttechnik, Falt- und Klebetechnik. Und ich würde sagen, wir starten ganz einfach. Was braucht ihr? Ihr braucht ausreichend Papier. Ich habe mich für Kraftpapier mit 260 Gramm entschieden. Ich habe aber auch solche Schächtelchen, jetzt musste ich mich echt konzentrieren, solche Schachteln mit 160 Gramm Papier gefertigt und das geht auch. Davon braucht ihr klar 24 Stück. Ich nehme mir hier mal jetzt ein paar heraus, lege sie mir beiseite. Wo ich dieses bekommen habe, werde ich in der Infobox hinterlegen, also den Link dazu. Was benötigt ihr noch? Ihr benötigt auf jeden Fall Klebe. Ich nehme sehr gern einen Klebestift und keinen Flüssigkleber. Ihr könnt nutzen, wo ihr meint, es, damit kommt ihr ganz gut klar. Was sich auch empfiehlt, ein paar Klammern. Und was natürlich der absolute Burner ist, ist solch ein Falz- und Schneidebrett. Wer das nicht hat, macht es ganz einfach herkömmlich auf die alte Methode mit Lineal und Bleistift. Das geht auch, aber dieses hier ist natürlich Gold wert. Und zwar mit diesem hier falzt man, mit diesem hier schneidet man, aber dieses benötigen wir ja nun diesmal nicht. Und ja, wir legen einfach los. Und das Schöne ist, mit diesem Falz- und Schneidebrett, da habt ihr auch hier ganz genau die Zentimeterangaben. Und was wir benötigen, sind diese 4 cm, die hier rechts am Rand sich befinden. Und insofern ist das total klasse. Ich brauche nicht mit dem Lineal hergehen und hier 4 cm abmessen und hier und das dann knicken, sondern ich kann das wirklich richtig klasse einfach hier ganz an den Rand legen. Und auch hier liegt es oben ganz an. Insofern ist es in Waage. Ich ziehe einmal rüber und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Man hat wunderbar eine Falzlinie vorbereitet. Diese nutzen wir. Wir fertigen sie an jeder der 4 Seiten. So schaut das Ganze aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen gut erkennen. Und ja, jetzt gehe ich her und falte mein Papier bis zu dieser oberen Faltlinie heran. Das schaut dann so aus. Das ist die Faltlinie, die ich mit dem Falzbrett gemacht habe. Das öffne ich nun, drehe es und falte dieses jetzt zu dieser Linie heran. So, was haben wir damit? Auch hier jetzt eine weitere Faltlinie und einen weiteren Faltspalt mit einer Breite von 4 cm, wie am Rand auch. So, nun falte ich das Ganze sehr gern immer einmal nochmal nach oben. Das macht nachher das Zusammenkleben etwas einfacher. Jetzt nehme ich meine Schere und schneide hier diese 4 Linien bis zur nächsten Faltlinie heran einmal ein. Ich finde, das kann man auch sehr, sehr gut mit Kindern machen. Wir haben es mit Kindern auch schon gemacht. Die mögen diese kleinen Überraschungsschaldöschen oder wie sie die auch immer nennen, Überraschungsschächtelchen und auch welche Namen da schon diese Schachteln bekommen haben. Und dann malen die was Nettes und packen es da rein oder ihr Gebasteltes. So, ich habe mir gedacht, dieses Jahr wird es solch ein Adventskalender.
Und ja, ich mag das hier immer sehr gerne, Adventskalender selber zu fertigen. Ich habe auch im letzten Jahr wunderschöne Adventskalender gefertigt. Ich hinterlege euch auch dazu sehr gerne den Link zu den Videos. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ich finde das immer schön, wenn man im Vorwege rechtzeitig startet und einfach aus der Ruhe heraus Dinge einholen kann, die dann da reinpassen. Ein paar habe ich auch schon hier und ein paar benötige ich noch. So, und jetzt kommen wir zu unserem Kleber. Da schaut ihr, wie gesagt, womit ihr am besten klarkommt. Für mich ist es nach wie vor immer noch der herkömmliche Klebestift. Nun habe ich meine eingeschnittenen Faltlaschen, nenne ich das jetzt einfach mal, hier nach innen geklappt und versehe diese jetzt mit meinem Kleber. Das sind 6 Stück an der Zahl. Jetzt kommen wir zu unseren Klammern. Jetzt nehme ich meine, daher auch anfangs dieses einmal nach oben knicken, das erleichtert dieses hier. Jetzt nehme ich das einfach nach oben. Lege die Klebelasche nach innen, das andere nach außen, fixiere das Ganze mit meiner Klammer. Das gleiche mache ich hier. Und wenn man genügend Klammern hat, dann empfiehlt es sich auch, gerne 2 Klammern pro Lasche aufzulegen. Da guckt ihr, wie gesagt, was habt ihr an Klammern da. Und das gleiche mache ich auch für dieser Seite. Das braucht ungefähr 5 Minuten, um dass es gut durchgetrocknet ist, und dann könnt ihr die Klammern auch schon lösen. So, jetzt nehme ich das mal sehr gerne und knicke einmal, das wird der Deckel, den Deckel nach hinten. Und jetzt seht ihr auch schon den nächsten Arbeitsschritt. Ich falte das ganz einfach nach innen. Und auch dort fixiere ich es mit einer Klammer. Oder auch 2. Und dann kann das ganz gut vor sich her trocknen. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Schritt. Wir möchten ja ganz gern die Zahlen drauf haben. Jetzt kann man einfach einen Stift nehmen. Es empfiehlt sich eigentlich ein, ja, also was ich immer sehr gerne nehme, ist ein wasserfester Stift. Und dieser ist ein ganz feiner wasserfester Stift. Und jetzt könnte ich hier die Zahl so drauf schreiben. Man kann ein Bäumchen drauf malen. Also da könnt ihr wirklich so kreativ sein, wie ihr wirklich gerne möchtet. Ich habe mir hier ein paar Kreise ausgestanzt. Und zwar mit solch einem Stanzer geht das ganz, ganz leicht. Der hat einen Durchmesser von 3,8 cm und die sind wirklich richtig klasse. Ihr könnt sie auch schneiden, ihr könnt auch kleine Dreiecke oder sonstiges ausschneiden. Ich habe mich für diese Farben entschieden, weil ich finde, die passen zu dem Naturton richtig toll. Und ja, dann nehme ich mir jetzt einfach mal zum Beispiel hier dieses Grau und verschönere mir so ein ganz bisschen den Rand. Und da kann man sich austoben, da kann man wirklich kleine Herzchen. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Naht. Ihr könnt das natürlich aber auch ganz so belassen. Also wie gesagt, da gibt es keine Vorgaben, keine Vorlagen. Da guckt ihr einfach ganz nach eurem Geschmack, wie ihr es mögt. Und ich starte ganz einfach hier auch einfach mal mit der 1. Das macht es um einiges einfacher, wenn ich doch vorhabe, alle 4 Farben zu nutzen, wenn ich dann die nächste Zahl auf dem Grau einfach wieder die 5 habe. Ne? 1, 2, 3, 4, genau. Und wenn es dann einfach wieder die 5 ist. Diesen klebe ich auf der Außenlasche auf. Und jetzt müsst ihr natürlich schauen. Ihr könnt das Ganze, ich mache es mal eben, ich kann es ja dann immer noch mal öffnen, um es zu befüllen. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich schon da. Aber ich mag es nicht jetzt hier befüllen, weil klar sieht derjenige, für den dieses Schächelchen ist, also sprich dieser Adventskalender ist, was dann drin ist. So, jetzt mache ich hier eine kleine Schleife. Und jetzt kann man schauen. Ich habe
ist jetzt längs gemacht. Jetzt kann man hier, also das ist ganz herkömmliches normales Packband. Jetzt kann man hier seine Zahlen aufkleben. Man kann dieses auch immer abwechselnd, die Schleife mal auf dieser Seite anbringen und die Zahl auf dieser, und man legt diese Dinge hin. Man kann es aber auch aufhängen und ihr habt die Möglichkeit, hier eure Zahlen anzukleben, weil ihr das dann vielleicht alles an einem Bügel hängt oder so, was ich persönlich auch richtig klasse finde, oder an einem schönen Naturstab. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich denke, ich werde dieses Jahr die Sachen hinlegen und werde meine Zahlen hier anbringen. Dann nehme ich einfach einen Klebestift. Lege meine Zahl auf. Nochmal zu dem Stanzer. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr einen Stanzer nutzt. Also das sind ja jetzt hier diese besagten 3,8 cm. Ich komme jetzt mal zu der Maße der Schachteln. Und zwar haben die eine Länge von 13,5 cm, eine Breite von 9 cm und eine Höhe von fast 4 cm. Also tatsächlich sind auch dieses ungefähr 3,8 cm. Insofern passte das mit dem Stanzer und den Zahlen ganz gut. So, ich würde mal sagen, Päckchen Nummer 1 wäre fertig. Und nun kann man sich austoben und sagen, es sind ja nur noch 23 Stück. Die machen wir, die schaffen wir. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, fertig. Meine 24 Schachteln sind endlich fertig und ich muss sagen, ja, man braucht schon ein bisschen Zeit. Insgesamt habe ich 1 Stunde 39 benötigt. Ich habe mal mitgestoppt, 3 Minuten 20 benötigt ihr ungefähr oder benötigte ich für eine Schachtel. Insgesamt habe ich 1 Stunde und 16 an allen Schachteln geklebt, gefalzt, gemacht, getan und ja, weitere 15 Minuten habe ich gebraucht, um die Nummern hier zu bestücken. Nun waren die aber auch schon ausgestanzt, also das müsste man natürlich noch hinzuziehen an Zeit. Weitere 8 Minuten haben wir gebraucht, um diese aufzukleben. Und ich muss sagen, ja, es ist etwas, was ein bisschen länger dauert, aber es ist etwas, was wirklich richtig, richtig schön ist. Und wenn man ganz verrückt ist, dann hat man oder macht man seinen Vierbeiner, vielleicht auch noch einen schicken Adventskalender. Ja, und so verrückt bin ich, so verrückt war ich schon. Der ist tatsächlich auch schon fertig. Noch nicht fertig gefüllt, da werde ich mich jetzt auch die nächsten Tage drum kümmern. Aber ja, so sieht's aus. Ich bin krass begeistert. Wo ich meine ganzen Zutaten her habe, werde ich euch in der Infobox hinterlegen. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und ganz viel Freude euren Liebsten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Und PS, wie gesagt, ich habe weitere Adventskalender letztes Jahr schon selbst gebastelt und die hinterlege ich euch sehr gern in der Infobox. Schaut gerne mal nach. Okay, dann bis dahin. Ich freue mich. Bis ganz bald. Ciao, ciao.